So, nun geht es an die Formatierung. Auch hier musst du dich vielleicht noch etwas an der Vorlage orientieren. Das heißt, wir bestimmen zunächst mal die Schrift. Der ganze Text soll einfach mal Kolibri und ich wähle mal 10 Punkt sein. Der Titel dagegen, der ist auch Kolibri, aber 18 Punkt und fit. Dann darunter käme die Quelle. Da können wir die Webadresse kopieren. Ctrl-C und Ctrl-V. Dann soll der Lead immer noch 10 Punkt sein, aber kursiv und fett, während die erste Überschrift da einfach fett ist. Genauso hier die zweite und das ist eine Aufzählung, diese drei Gottheiten, da machen wir eine Punkteliste. Für den ganzen Text kontrolliere ich noch den Zeilenabstand, ich überfahre ihn bis zum Schluss und gehe hier auf die Zeilenabstandsoptionen. Da steht schon mehrfach, aber ich wähle da 1.2. So, jetzt ist er schon recht luftig und das Ganze sieht eigentlich schon recht okay aus. Wiederum wird das Ganze gespeichert.